ist der Oliver Hartmann von Musikschule in Frankfurt am Main. Die macht echt Spaß, die Gitarre hier, wie ihr merkt. Das ist die Epiphone Les Paul Special 2 in Ebony, also in Schwarz. Das ist das kleinste Baby aus dem Epiphone Les Paul Stall. Es ist eine vollwertige Les Paul hier mit der Brücke und mit den zwei Humbuckern. Drei Wegeschalter, es sieht alles ein bisschen anders aus, aber es ist auf alles verzichtet worden, was die Gitarre unnötig teuer macht. Trotz allem, wie ihr gehört habt, klingt sie großartig. Ein bisschen auf die Gitarre einzugehen, es ist natürlich jetzt keine, nicht zu vergleichen mit dem amerikanischen super teuren Modell, was über 2000 Euro kostet, aber die Gitarre hat alles soundmäßig, was ich mir von der Les Paul erwarte. Kommt natürlich daher durch die Konstruktion von den Hölzern und dem Palisanderhals und mit der kurzen Mensur. Das Ganze macht es ein bisschen schön drückend. Und wenn ich dann mal euch ein bisschen Clean Sound vorspiele, dann werdet ihr schnell merken, das ist alles sehr vertraut von dem, was man so kennt. Schön rund, jazzy, so wie man eine Les Paul erwartet. Und hintenrum natürlich schön drücken. Das machen die beiden Humbucker, die hier drauf sind. An der Regelung wurde ein bisschen gespart. Ich habe einen Volume-Regler für die Lautstärke und einen Tonregler, der einem ein bisschen die Höhen wegzieht. Eigentlich überflüssig, wer braucht das heute noch, aber es ist eben dabei, wenn man dann doch mal ein bisschen zu spitzen Sound hat, kann man hier das Ganze ein bisschen abdämpfen. Klar, holzmäßig, habe ich gesagt, ein Palisander-Griffbrett, wie bei den großen auch, verzichtet wurde auf das Binding, auf die Einfassung. Hier ist eben wirklich nur schwarz lackiert, Ganze in Hochglanz gehalten, sehr, sehr schön. Wir haben von den Mechaniken her hinten geschlossene Mechaniken, die einwandfrei arbeiten. Also ich habe die jetzt ein bisschen gequält, die Gitarre beim Spielen, und hatte bisher keine Probleme, da verstimmt sich nichts. Auch so mal schnell runterstimmen, so wie ich das hier mache, macht sie ohne Probleme. Arbeitet alles einwandfrei. Und das Wichtigste ist natürlich immer der Sound. Jetzt gehen wir nochmal voll auf die volle 12. Also die singt richtig schön, wie man das von der Les Paul erwartet. Und hintenrum wird sie auch nicht spitz, was man erwarten könnte bei etwas günstigeren Gitarren und günstigeren Pickups. Da kann ich genauso gut schön solieren damit. Einen richtig schönen Anschlag. Also alles in allem eine Gitarre, die sehr, sehr viel Spaß macht für kleines Geld. Der geilste Einstieg in die Les Paul-Klasse, wie ich finde. Eine Sache habe ich vergessen noch zu sagen, wenn wir die Gitarre umdrehen. Das ist der große Unterschied zur großen Schwester aus Amerika. Der Hals ist nicht eingeleimt, sondern aufgeschraubt. Was nicht ein Nachteil sein muss, ganz im Gegenteil. Gerade für so Heavy Sounds ist es total geil. Ein geschraubter Hals hat viel mehr Punch. Ist nicht so riesig dick, sondern hat einen schönen Anschlag. Also gefällt mir richtig gut. Probiert sie aus bei uns hier im Laden auf der Hanauer Landstraße in Frankfurt. Wir zeigen euch gerne alle möglichen Les Paul-Modelle. Ich glaube, es sind im Moment 50 verschiedene Les Paul-Modelle da, die ihr alle ausprobieren könnt, nur von Epiphone. Oder bestellt sie euch im Internet www.musikschmidt.de. Dort habt ihr 33 Tage Rückgaberecht und 66 Tage Umtauschrecht, also überhaupt kein Problem. Probiert das Ding aus. Es ist ein richtig schönes Teil, richtig schöne Gitarre. Haut rein.